Erzähl was. Ja, chill dich jetzt nicht. Oh mein Gott, pass auf! Pass auf, Mutter Scheiße, Mann! Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu den Highlights des Let's Plays von Little Hope. Zusammen mit Carina und Martha, die sich freiwillig der Sache gestellt haben. Den Mädels geht's gut, alles in Ordnung. So, herzlich willkommen zu unserem Video. Aber wie kam es eigentlich dazu? Es kam dadurch, dass ihr mein Top 10 Video gesehen haben, vom Jahr 2020, und dort ist ihnen ein Game ganz besonders ins Auge gefallen, und zwar war das Little Hope. Für alle, die das Spiel nicht kennen, es geht darum, man steuert 5 Charaktere und diese steuert man durch, ja, ich sag's mal, eine Art Film, ein interaktiver Film, wo ihr Entscheidungen treffen müsst oder gewisse Tasten drücken müsst, um eben so gut wie möglich zu überleben. Die Charaktere, die stellt euch jetzt mal Carina selber vor. Also Andrew, der Angsthase. Angela, die Rebellische. John, der Hurensohn. Das wird geliebt, Alter. Das ist die beste Zusammenfassung. Die andere von dem, die Frau ist auch so ein bisschen Taylor. Rebellisch. Taylor. Und Daniel ist auch so ein bisschen der Held. Okay. Möchte gern Held. Um es mal wirklich simpel auszudrücken, geht es in dem Spiel darum, Entscheidungen zu treffen oder Aktionen durchzuführen, die am Ende nicht zum Tod führen. Dabei gibt es leichtere Aufgaben bzw. Entscheidungen. Stetten ist voll besorgt. Oh mein Gott. Wollen wir die mitgehen lassen oder nicht? Und es gibt schwerere Entscheidungen, die ihr zu treffen habt. Nein, Mann! Du musst mir die Lösungen sagen! Du bist the brain, ich bin the actor. The game. Oh mein Gott, was wird das? Letter am Regenhorn. Nutze das Fenster. Was soll ich machen? Sag's mir. Fenster. Durch dieses ganze Spiel führt euch ein Geschichtenerzähler und ja, selbst an dem hatten die Mädels einiges auszusetzen. Was ist das eigentlich für ein Dude? Wo kommt der random her? Musst jetzt dann nicht schieß mal machen. Los, Dude. Chill. Und das kann er uns nicht bei Tag erzählen, das möchte er nicht. Also er will uns das im Kerzenschein erzählen. Im Keller. Es wurden so einige Klischees bestätigt, wie zum Beispiel die Orientierungslosigkeit bei Frauen. Wie lost die ist! Hier seht ihr ein bestes Beispiel von Orientierungslosigkeit bei Frauen. Du musst in die andere Richtung. Halt's Maul. Ist doch wahr. Wo bin ich denn jetzt? Das ist nicht förderlich. Ja, hat mein Argument perfekt. In die andere? Die andere Richtung führt zum Bus. Woher weiß ich, welche Richtung zum Bus fährt? Welche Richtung zum Bus fährt? Ja, gut, dass ich John sehe. Wo bist du denn? Ich glaube, du bist nach links. Schon verloren. Da ist die Planke. Scheiße, ich sag's mal, du bist nach links. Man sieht einfach 0, leider nichts. Als Mann haben sich für mich persönlich sehr viele Sachen erschlossen. Zum Beispiel auch die Vorstellungskraft von Frauen. Ah, ist eine Maske. Gesicht sieht aus wie Mund, Nase und Augen. Gesicht. Also, na. Das halt, musst du mir jetzt mal erklären, was das. Wo ist denn da ein Gesicht oder so? Hä, hey, bist du blöd? Siehst du das nicht? Das sieht aus, als hätte ich das jemand vor die Augen gehalten. Links ist ein Loch, unten ist ein Loch für den Mund und rechts für ein Auge auch. Das Auge, den hast du aber hart erwischt, den Kollegen, oder? Also. Meinst du mich? Ich dachte erst, du meinst die 2 Figuren darauf, ne? Scheiße, da muss ich echt los. Die anderen denken, das kann man sich als Maske vors Gesicht halten. Natürlich gab es auch Jumpscares ohne Ende. Da hat man aber gerade nichts gesehen, oder? Habe ich da was übersehen? Nein, ja. Hast du nicht. Oh shit, Alter. Himmel! Ja, Himmel, erschreckt? Hast du mich erschreckt, ihr aber. Ihr habt über mich geredet. Oh shit, was ist mit dem Mädchen, Alter? Die ist richtig creepy. Ich glaube dir. Hast du das hinter dir? Ah, die Tanja. Hast du das gesehen? Irgendwelche Geister oder so, ne? Hat ihr es nicht gesehen, dieses Dämonviech? Es ist kalt! Sei froh.
Ich hab's auch nicht gesehen. Ich seh da. Ich lass dich wieder rein, aber ich hab schon oder Scheiße. Guck, hör auf, Mann! Geil! Ihr müsst das drücken! Ich bin Andrew. Ich war doch keine Ahnung, ich kann das nicht. Und ihr Name, Gnell? Ja, geil. Hexengrab. Sehr schön. Gemütlich. Verschwinden wir. Wenn du das sagst. Halt raus, Mann! Lass mich los! Still! Jetzt chill mal. Daniel! Junge, was machst du? Nimm deine Hand da raus! Hat sie geschlagen? Aber nicht falsch verstehen, das wirkt jetzt so, als hätten wir uns die ganze Zeit nur gegruselt und erschrocken und... Nee, wir hatten auch viel Spaß. Klingt nicht ganz so versoffen, lieber. Ja! So, also müssen wir den Weg entscheiden, entweder gehen wir rechts an oder links hier. Also hier über die Mülltonne oder rechts über diese Leiter. Mülltonne. Sicher? War klar, dass du die Mülltonne bist. Das ist Alter. Du bist so ein Idiot. Ich hasse dich. Ja, du bist auch so eine Mülltonne. Mach jetzt. Scheiße, Mann. Hallo. Schweig jetzt, Weib. Schweig jetzt, Weib. Ich hab nichts Unrechtes. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Ich kenne keine Antwort. Wer ist John? Da ist sie. Gefunden. Gert, du musst mir dann sagen, welchen Buchstaben ich drücken muss. Welche Buchstaben ich drücken muss? Was ist das für Buchstaben, Bruder? X. Der war pissen. Kevin! Sorry, es sah doch original so aus. Nee, vor allem ihr bei diesem scheiß Herzschlagdingens. Ich hab mich selber schon genug geärgert und dann merke ich nur so von beiden Seiten. Scheiß Versagerin. Alter, weißt du, das scheiß Ding ist scheiß langsam. Na eben. Hey, verpiss dich, du Hurensohn. Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Was geht bei dir jetzt? Was geht bei dir jetzt? Da war jemand im Wald. Mary, ach so, Mary ist ja die ganz alte aus 1300. Ja. Sich alles und die Kontrolle andere ist zwar auch die Mary, ich aber nicht, in dass wir noch irgendwas tun kann. Mary. Heute der Zeit. Was auch immer wirklich lustig war, war, wenn die Mädels über die Story theoretisierten und ihre eigenen, ich nenn's mal Theorien, aufstellten, was denn hinter was stecken könnte. Ist es ja nicht so. Wäre sie da drin, wäre es nicht so gruselig, weil dann wüssten sie, okay, es gibt mehrere davon. Die Logik. Muss ich dann auch los, Bruder? Ich blick die selber nicht. Wenn das nicht da wäre, dann denkt ihr, da gibt's mehrere Weiße. Komm schon, da geht's lang. Scheiße. Bruder, ich versuche mir irgendwas aus. Guck mal, geil, diese Theorien, ey. Wenn das da gewesen wäre, hätte ich die gewusst, gibt mehrere in Produktion. Massenproduktion. Massenproduktion von Puppen. Von der Insel her. Von der Insel her. Aber vielleicht wollen die es dann so eindeutig machen, dass sie eigentlich gut ist, damit alle glauben, dass sie gut ist. Und am Ende stellt sich doch raus, dass sie schlecht ist. Die Frau, die aus. Umgekehrt Psychologie. Warte. Nochmal. Der Busfahrer, deswegen kann er die Story erzählen. Das, ja, das ist der Busfahrer. Der Busfahrer stirbt, glaube ich. Der Busfahrer. Das ist auch so maximal los.
Jetzt endlich hat jemand eine Waffe. Scheiße, Bruder. Und Martha hatte eine ganz besondere Theorie, wo ich einfach nicht mehr konnte. Sagen wir es einfach, wie es ist. Vor allem, es kam von draußen. Lasst uns rausgehen! Nee, der Kirchturm war bestimmt immer bewusst. Was laberst du für einen Schmutz? Ja, das kommt der von draußen! Der Kirchturm war bestimmt im Bus. Was weißt du im Arsch? Bei den Quicktime-Events oder den Druckpassagen, wie es die Mädels immer genannt haben, hat Carina noch etwas Training nötig. Ach komm, es ist doch nicht mehr feierlich. Verstecken, stellen! Mist! Ach Mann, Schiffer! Die Mädels waren sich auch nicht immer einig und es gab oft Beef. Ja, es hat Junge, ich schwöre, das stand da nicht! Mädchen, ich hab doch geguckt und da Videos gemacht. Ja, denkst du, ich bin sofort zum Nächsten, oder was? So, eins will ich jetzt mal klarstellen, bevor wir weiterspielen. Wenn ich in irgendeine Stresssituation kommen sollte, dann rede mit mir. Sag was und mach nicht deine Augen zu, weil in diesen Stresssituationen, und du weißt, du kennst mich, weiß ich, kann ich so schnell nicht schalten. Und du kannst gerne auch was sagen, also... Nicht aus dem Flex drücken will. Ja, willst du es vielleicht machen? Nein. Bleib wachsam. Wer weiß. Danke, dass du was gesagt Alter, hast. Alter, ich kann nicht immer alles sagen. Ja, ich Junge, was soll ich noch alles machen? Ich bin damit beschäftigt, ihre Decke neu zu knüpfen, Alter. Ja. Sorry. Ich kann nicht 2 Stunden warten, bis ihr das ausdiskutiert habt, die scheiß Bundestag, Alter. Die Mädels haben es tatsächlich geschafft, dass keiner stirbt am Ende. Und dass alle überlebt haben. Und... als Belohnung haben sie sich erstmal selber gefeiert, aber ich hatte auch noch ein ganz besonderes Geschenk für sie. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Meinen Glückwunsch. Ja, wir Frauen können uns eben Ihr gut Schützling in die Charaktere von anderen Menschen Schuld reinversetzen. Und Grauen? Und ist unversehrt. Ich glaube nicht. Christian. Und Sie. Ihr beiden seid toll, Carina und Martha, hat er gerade gesagt. Am Ende. Ich hab's auch gehört. Nee. Den Bus. Oh mein Gott, pass auf! Alter, Scheiße, Mann! Ich. Nimm diese fucking Maske ab! Nimm diese fucking Maske ab! Ist die eklig, tu die weg, Alter! Woher hast du die? Arschgesicht. Woher hast du? Ich schwör's, ich fahr heute noch heim, Alter. Ich schlaf mit dir nicht in einem Haus mit dieser Auf fucking Maske. Ich verbrenn die, Alter. Vielleicht im Südpazifik oder der Wüste. Sollte euch das komplette Let's Play interessieren, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann eventuell veröffentliche ich das komplette Let's Play von Anfang bis Ende. Nicht nur die Highlights. Das Schlusswort überlasse ich den Mädels. Ich wünsche euch noch. So, das war's mit unserem Little Hope Let's Play. Mädels, wie geht's euch? Super. Ciao. Das, glaube ich, sagt alles. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Tschüss.